Genau, da gehen wir heute mal drauf ein. Ja, vielleicht zunächst mal, warum ist das irgendwie überhaupt eine interessante Fragestellung? Ich habe mal hier so ein paar Beispiele. Ja, verbinde eine gewisse Zahl von Städten über irgendwie ein Pipeline-System. Da kann irgendwie Öl transportiert werden, da kann Gas transportiert werden. Ja, welches eine möglichst geringe Gesamtlänge besitzt. Und ich möchte natürlich irgendwie alle angeschlossenen Städte mit der dort transportierten Energie versorgen. Oder wir haben irgendwie elektrische Geräte, die wir irgendwie verkabeln möchten und möchten möglichst wenig Kabel einsetzen. Ganz anderes Beispiel. Ja, oder hier Computernetz, genau. Leitungen werden beispielsweise durch Telekom monatlich vermietet. Bestimmte Leitungskonfigurationen, die bei möglichst geringen Kosten alle Standorte miteinander verbindet. Also alles irgendwie praktische Fragestellungen oder irgendwie hier. Ja, ein Geheimdienst unterhält eine gewisse Anzahl von Agenten oder Agentinnen. Ja, jeder Agent kennt einige seiner Kollegen und kann sich mit diesen auch in Verbindung setzen. Es besteht aber eine gewisse Gefahr, dass die Kommunikation zwischen zwei Agenten abgehört wird. Ja, und wie können wir alle Agenten miteinander versorgen, sodass die Gesamtwahrscheinlichkeit des Abhörens möglichst gering ist? Ja, all das basiert letztendlich auf der gemeinsamen Fragestellung. Oder alles können wir mit Hilfe von einem Graphen modellieren, wo wir Knoten haben, sozusagen als die Einheiten, die da miteinander verbunden werden, ob das nun Städte sind, ob das irgendwie Maschinen sind in so einem Netzwerk oder ob das diese Agenten sind. Und wir haben Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Der ist jetzt hier vollständig miteinander verbunden, oder das ist ein vollständiger Graph. Das muss aber nicht der Fall sein. Und was ich aber auch habe, ich habe hier die einzelnen Kanten, die mit einem gewissen Gewicht versehen sind. Ja, hier wären das vielleicht irgendwie Längenangaben in dem Beispiel. Hier wären es vielleicht auch Längenangaben. Hier wären es irgendwie Kosten, die damit verbunden sind, wenn ich hier kommuniziere. Und hier wäre es, sagen wir mal, eine Wahrscheinlichkeitsgröße, die sagt, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit wird die Kommunikation zwischen Agent A und Agentin B abgehört. Und sowas möchte ich ermitteln. Ich möchte halt ermitteln, wie kann ich ein Leitungsnetz sozusagen gestalten. Ja, und die würde ich dann irgendwie abklemmen oder ich müsste sie gar nicht legen, wenn das jetzt beispielsweise Entfernungen sind, sodass hier jeder mit jedem irgendwie kommunizieren kann. Genau, und die Kosten, die ich da ermitteln möchte, und das ist sozusagen die Fragestellung, ich möchte gerne minimalen Spannbaum ermitteln, ja, das ist einfach die Summe der Gewichte der entsprechend beteiligten Kanten. Ja, sowas findet auch tagtäglich statt, wenn Sie irgendwie vernetzte Computer verwenden. Da gibt es sowas wie das Spanning Tree Protokoll. Das sorgt dafür, wenn Sie hier beispielsweise so eine Switch-Infrastruktur haben, wo Sie jetzt die Komponenten oder mehrere Komponenten angeschlossen haben. Ich habe jetzt mal irgendwie hier nur einen Teilnehmer, ich habe hier irgendwie einen Teilnehmer. Und wenn dann beispielsweise so Broadcast-Nachrichten versendet werden, das heißt eine Nachricht von einem an alle Teilnehmer, dann ist es wichtig, dass es da, also wie funktioniert das? Ja, der würde jetzt beispielsweise eine Nachricht an alle senden. Der schickt das sozusagen an den angeschlossen oder an den Switch, an den er angeschlossen ist. Und der würde das im Prinzip an alle ausgehenden Kanten irgendwie weitersenden. Und dann kommt das da an und der würde das genauso machen. Nur über die sozusagen die Kante oder über die Leitung, über die er die Nachricht empfangen hat, würde er nicht nochmal wieder rausschicken. Ja, und wenn Sie da jetzt einen Graphen haben, wo es jetzt beispielsweise mehrere Wege gibt zwischen beteiligten Komponenten wie hier A und B, ja, dann wird es da zu einem sogenannten Broadcast-Storm kommen, dass halt Nachrichten immer wiederholt mehrfach hin und her geschickt werden. Ja, darum ist sowas hier implementiert, wie dieses Spanning Tree-Protokoll, dass halt immer nur zu einem Zeitpunkt eine eindeutige Verbindung zwischen zwei Kommunikationsteilnehmern besteht. Ja, und um das machen zu können, muss er natürlich wissen, okay, eine Leitung lasse ich sozusagen offen und die anderen werden dann irgendwie logisch blockiert. Ja, damit dann sozusagen diese Nachricht, die jetzt verteilt werden soll, auch tatsächlich nur über eine Kante rausgeht. Also das hat tatsächlich real existierende Problemstellungen, die damit gelöst werden. Das, was wir uns heute angucken wollen. Ja, und was machen wir? Wir wollen
aus einem zusammenhängenden Graphen, bestehend typischerweise halt aus Knotenmenge V, Kantenmenge E. Wir haben gewichtete Kanten, also irgendwie eine Funktion, typischerweise mit W bezeichnet, auf der Menge der Kanten in die Menge der reellen Zahlen. Und wir möchten gerne, also was wir suchen, einen aufspannenden Baum, das heißt einen Teilgraphen des zugrunde liegenden Graphen G mit vollständiger Knotenmenge. Die Menge der Kanten, das ist eine Teilmenge, die Eigenschaft, dass der Graph ein Baum ist, das heißt zwischen zwei Knoten gibt es jeweils nur genau einen Weg. Und das Gewicht der beteiligten Kanten, also die Summe aller Kantengewichte aus dieser Menge E und B, die ist minimal unter allen möglichen Bäumen, die wir da generieren können. Ja, das ist irgendwie das Problem, was wir lösen wollen. Ja, das haben wir ja mit dem Greedy-Algorithmus schon gemacht. Hier nochmal ein Beispiel. Also jeder Knoten ist von jedem anderen über genau einen Weg verbunden. Das wäre ein Beispiel für so einen Spannbaum. Und wenn ich mir jetzt dessen Gewicht anschaue, ja, dann ist die Summe der beteiligten Kanten minimal 67. Und da erkenne ich auf den ersten Blick, dass der definitiv nicht minimal ist. Ich könnte beispielsweise einen kleineren Spannbaum erzeugen, indem ich beispielsweise diese Kante hier wegnehme und durch diese Kante ersetze. Ja, dann hätte ich den Knoten erreicht und hätte ein um 4 geringeres Gewicht. Oder ich könnte beispielsweise die Kante rausnehmen, dafür die Kante aufnehmen. Ja, dann hätte ich sogar 10 Einheiten gespart. Also der ist sicherlich nicht minimal. Genau, hier habe ich ein bisschen geändert. Da habe ich irgendwie, Summe der beteiligten Kanten ist bei 32. Genau, wir wollen uns jetzt angucken, wie wir das lösen können, sodass da garantiert auch immer der minimale Spannbaum rauskommt. Und was wir jetzt machen werden, wir gucken uns sozusagen ein ganz generisches Verfahren an. Generisch heißt, das ist noch ein nicht deterministisches Verfahren, ja, wo wir einfach ein paar Regeln vereinbaren, mit denen wir die Kanten färben. Also was wir tun werden, wir werden Kanten einfärben, grün und rot. Grün werden die Kanten werden, die hinter den Spannbaum bilden, und rot werden die Kanten sein, die definitiv nicht dazugehören. Ja, das Ganze wird ein nicht deterministischer Algorithmus sein, das heißt, da werden wir zufällig sozusagen eine Färbungsregel anwenden. Und dann werden wir daraus zwei Verfahren ableiten, das sind die, die typischerweise eingesetzt werden und von denen man auch zeigen werden, dass sie tatsächlich die richtige Lösung liefern. So, wir brauchen ein paar Grundlagen und eine Grundlage ist der Begriff des Schnittes. Den müssen Sie sich gut merken, weil der kommt nochmal vor, wenn wir uns mit Flüssen in Netzwerken beschäftigen. Was ist ein Schnitt? Das ist nichts Spektakuläres. Ein Schnitt in einem Graph ist einfach eine Aufteilung der Knotenmenge in zwei Teile. Ich habe das hier als S bezeichnet, S für Schnitt. Und dann V ohne S, also zwei disjunkte Mengen. Das könnte beispielsweise so aussehen. Ja, das ist sozusagen eine Menge, bezeichne ich jetzt als S. Ja, die restliche oder die restlichen Knoten ist dann V ohne S. Das ist ein Schnitt. Spannend sind die Kanten, die von der Menge des Schnittes, also von S, in die andere Menge gehen. Ja, die interessieren uns gleich. Die habe ich jetzt hier irgendwie blau eingefärbt. Ja, und sozusagen Definition, eine Kante kreuzt den Schnitt, genau dann, wenn sozusagen der eine Knoten in dieser Menge liegt und der andere Knoten der Kante in der anderen Menge liegt. Eigentlich auch erstmal ganz natürlich. Ja, und entweder kann ich diesen Schnitt mit dieser Knotenmenge identifizieren, also die vier Knoten, die jetzt hier beispielsweise diesen Schnitt bilden. Ja, man kann den Schnitt aber auch genau mit diesen Kanten hier identifizieren. Ja. Wichtig ist, ich habe diese Unterscheidung in quasi diese beiden Teile des Graphen.
Ja, Färbungsalgorithmus von Tajan, auch schon älter, 1983. Nicht ganz einfach. So, generischer Ansatz zur Bestimmung eines minimalen Spannbaums. Kanten werden nacheinander grün oder rot eingefärbt. Was ich gerade schon sagte, dass die, wenn wir dann fertig sind, dass die grün gefärbten Kanten, also ich färbe die Kanten und typischerweise auch die, zumindest gleich auch in der Darstellung, färbe ich auch die Knoten, meine ich grün. Wenn ich fertig bin mit dem Algorithmus, dann bilden die grünen Kanten gerade den aufspannenden Baum. Und zwar den aufspannenden Baum mit minimalem Gewicht. Und wenn ich eine Kante rot einfärbe im Verlauf des Algorithmus, dann weiß ich, dass diese Kante definitiv nicht zu dem minimalen Spannbaum dazugehört. Ja, und wenn eine Kante einmal eine Farbe bekommen hat, dann wird die Farbe auch nicht wieder wechseln. Ja, und diese Färbung erfolgt durch Anwendung einer der beiden Regeln. Da gucke ich mir quasi Schnitte an und nehme neue Kanten in den bisherigen ermittelten Spannbaum auf. Ja, das ist sozusagen die grüne Regel. Und mit der roten Regel suche ich Kreise. Ja, und Kreis ist ja das, was in so einem Baum nicht auftritt, hatten wir ja eben gesagt. Ja, und wenn ich einen Baum habe, dann gibt es keine zwei Wege zwischen zwei Knoten, dann gibt es immer nur genau einen Weg. Ja, und wenn ich beispielsweise zwei Knoten schon miteinander verbunden habe, ja, und dann sozusagen einen Kreis habe, der durch diese beiden Knoten gehen, dann kann ich typischerweise eine Kante daraus streichen. Die brauche ich nämlich nicht, weil es ja dann schon auf jeden Fall einen anderen Weg gibt. Ja, das ist die rote Regel. Also da schließe ich Kanten aus, indem ich Kreise zwischen oder Kreise identifiziere, auf denen halt zwei Knoten liegen. Ja, und um diese Regeln anwenden zu können, gibt es gewisse Voraussetzungen. Voraussetzung für die grüne Regel ist, es existiert ein Schnitt im Graph, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Ja, also die Kanten können rot gefärbt sein oder sind noch nicht gefärbt. Ja, und wenn ich sozusagen die Idee, wenn ich einen Schnitt habe, weiß ich, wenn sozusagen die Knoten des Schnittes beispielsweise meinen bisherigen Spannbaum bilden. Ja, und es gibt einen Schnitt. Ja, und da gibt es noch keine grüne Kante, weiß ich. Alle Knoten in dem Schnitt oder in der anderen Menge, die kann ich noch nicht erreichen. Ja, das ist sozusagen die Idee. Das heißt, da muss ich eine Kante, wenigstens eine Kante grün färben. Ja, und das ist sozusagen die Voraussetzung dafür. Und der Färbungsschritt sieht dann so aus, dass ich mir natürlich dann typischerweise die Kante minimalen Gewichts rausnehme, die diesen Schnitt kreuzt. Ja, so habe ich dann irgendwie sichergestellt, dass ich alle Knoten, die in der anderen Menge liegen, dass ich die jetzt halt auch erreichen kann. Oder zumindest einen davon. Ja, das wäre jetzt hier. Da ist jetzt nicht spezifiziert, wie dieser Schnitt aussieht. Ja, ich muss mir jetzt sozusagen einen finden. Das heißt, ich muss mir jetzt kann jetzt einen Schnitt definieren, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja, was habe ich mir jetzt irgendwie hier überlegt? Das beispielsweise. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich hätte jetzt zu diesem Zeitpunkt auch beispielsweise diesen Schnitt wählen können. Ja, würde das genauso erfüllen. Aber ich habe jetzt nur mal den hier genommen. Und da würde ich jetzt die Kante mit minimalem Gewicht, die diesen Schnitt genau kreuzt, grün färben, und das wäre in diesem Fall, wäre das die Kante hier unten, ja, mit dem Gewicht 6. Ja, und so hätte ich beispielsweise die Knoten, die hier jetzt schon miteinander verbunden sind, das sind ja 1, 2, 3, ja, die sind durch grüne Kanten miteinander verbunden. Ja, für diesen Teil bilden die also schon einen Spannbaum. Würde ich jetzt durch Hinzunehmen dieser Kante, würde ich quasi die Knotenmenge um 1 vergrößern. Bislang noch ganz einfach, denke ich. Ne? Genau, das wird passieren. So, das ist die grüne Regel. Wie sieht das mit der roten Regel aus? Auch da haben wir eine Voraussetzung. Und zwar
Hatte ich eben schon gesagt, es existiert ein Kreis im Graph, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Was passiert dann? Gucken wir uns auch hier wieder ein Beispiel an. Ja, wir würden jetzt versuchen, einen Kreis mit dieser Voraussetzung hier, also finden wir einen Kreis im Graphen, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante. Er darf keine rote Kante enthalten, ja, weil wir sozusagen ja zumindest gedanklich durch diese rote Färbung diese rote Kante schon eliminiert haben. Ja. Aber was beispielsweise möglich wäre, wäre das folgende, das hier. Ja, das ist ein Kreis, der hat eine grüne Kante hier. Alle anderen Kanten sind noch ungefärbt. Ja, und wenn ich jetzt sage, okay, wenn jetzt alle Kanten hier, die jetzt hier sozusagen blau gestrichelt markiert sind, ja, wenn die bei meinem Spannbaum dabei wären, ja, dann ist wenigstens eine überflüssig. Ja, weil um beispielsweise von dem Knoten zu kommen, habe ich halt zwei Alternativen bei einem Kreis. Ich kann hierher gehen oder ich kann halt hier unten hergehen. Ja, und darum ist es jetzt eigentlich eine gute Überlegung, dass ich sage, naja, ich brauche ja nur genau einen Weg. Dann nehme ich doch den, der irgendwie der günstigste ist und schmeiße erstmal die Kante, die am teuersten ist. Das wäre in diesem Fall wäre das die 14. Ja, die schmeiße ich raus. Ja, das wird irgendwie passieren. Das heißt, diese Kante würden wir jetzt rot färben. Hier passt das jetzt zufällig, dass das tatsächlich dann auch, hier hätten wir sozusagen eine Gesamtkosten 20, hier hätten wir nur 19, das muss aber nicht immer so sein. Ne? Aber sozusagen der Weg, der sich dann ergibt, wäre jetzt bei diesem Beispiel auch tatsächlich irgendwie der günstige insgesamt. Ne? Warum das insgesamt dann später funktioniert, das gucken wir uns gleich an. Aber das sind die beiden Regeln. So, und der Färbungsalgorithmus, das ist glaube ich schon alles. Ja, solange noch eine der beiden Regeln anwendbar ist, wende die grüne oder die rote Regel an. Da ist keine Reihenfolge vorgegeben. Das heißt, da habe ich eine nicht deterministische Komponente. Ja, ich wähle jetzt beliebig entweder die grüne oder die rote Regel an. Genau. Also ich wende die grüne oder die rote Regel an, bis ich keine Regel mehr anwenden kann. Ja, und was wir vielleicht festhalten können, ist das Folgende. Und das gucken wir uns auch gleich irgendwie an. Das schreibe ich mal irgendwie hier rein. Also einmal der Algorithmus ist nicht deterministisch, das hatte ich gerade schon gesagt. Das heißt, er wählt nach irgendwie einer Art und Weise die grüne oder die rote Regel an. Das zweite, am Ende sind alle Kanten gefärbt. Das müssen wir uns noch überlegen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Und die grünen Kanten bilden einen minimalen Spannbaum. Auch das müssen wir begründen, warum das der Fall ist, dass sie auch tatsächlich einen minimalen Spannbaum bilden. Und das Dritte, ja, wir können im Prinzip aufhören, wenn das hier tatsächlich gilt. Wir können eigentlich dann aufhören, wenn wir eine grüne Regel oder wenn wir die grüne Regel nicht mehr anwenden können. Ja, gucken wir uns dann einfach mal ein Beispiel an. Ich kann mir jetzt immer irgendwie eine beliebige Regel auswählen. Ich habe gesagt, naja, ich fange mal mit der grünen Regel an. Ich lege da jetzt irgendwie beliebig den Schnitt rein. Hier hätte ich jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt das Ding ausgewählt. Was sagt die grüne Regel? Wir nehmen die Kante mit dem minimalen Gewicht auf diesem Schnitt. Das wäre diese Kante mit dem Gewicht 2. Die würden wir grün färben. Ja, und dann wäre sozusagen die Regel abgearbeitet. Als nächstes wenden wir die rote Regel an. Da muss ich einen Kreis wählen, der keine grüne Kante enthält. Habe ich den jetzt ausgewählt und ich würde den Knoten oder die Kante eliminieren
mit dem maximalen Gewicht. Das wäre die Kante mit dem Gewicht 10. Was kommt jetzt? Wir machen nochmal die rote Regel. Das heißt, ich muss wieder einen Kreis identifizieren. Ich habe mir jetzt irgendwie den Kreis hier überlegt. Jetzt hatte ich eben gesagt, genau, der Kreis darf keine rote Kante enthalten. Habe ich, glaube ich, eben falsch gesagt. Also der Kreis darf keine rote Kante enthalten. Ich habe mir jetzt den hier ausgewählt und ich eliminiere wieder die Kante mit dem maximalen Gewicht. Das ist die Kante mit dem Gewicht 13. Als nächstes nochmal die grüne Regel. Da habe ich den Schnitt ausgewählt. Ja, ein Schnitt, der keine grüne Kante enthält. Und wir wählen die aus mit dem minimalen Gewicht. Das wäre die Kante mit der 1. Ja, und so geht das jetzt weiter. Nochmal die grüne Regel. Das Ding hier, der Schnitt besteht nur aus dem einen Knoten hier. Auch wieder die Kante mit dem minimalen Gewicht. Die Kante mit der 6. Nochmal die grüne Regel, der da oben, da würde die 3 ausgewählt werden, oder die Kante mit dem Gewicht 3. So, es sind noch nicht alle Knoten erreichbar. Nochmal die grüne Regel, ja, das Ding hier, auch da haben wir wieder keine grün gefärbte Kante. Auch hier würden wir uns jetzt die Kante mit dem minimalen Gewicht raussuchen. Das wäre diese hier mit dem Gewicht 7. So, es gibt aber noch mehr Schnitte. Nochmal die grüne Regel. Ja, der hier oben beispielsweise. Auch da würde ich jetzt, um sozusagen hier die erreichbar zu machen, kann ich das über die Kante machen. Das ist die mit dem geringsten Gewicht. Und einen Schnitt kann ich aber noch legen. Hier nochmal die rote Regel. Ja, dass ich jetzt hier beispielsweise Kanten ausschließe. Ich würde jetzt die teuerste nehmen. Das ist die mit der 15. Die würde rot gefärbt werden. Nochmal die rote Regel, das Ding da oben, der Kreis. Auch da schmeiße ich die Kante mit dem größten Gewicht raus. Das ist die 11 hier. Ich kann nochmal die rote Regel anwenden. Hier kann ich noch einen Kreis legen, kann ich die Kante mit der 5 eliminieren. Da habe ich auch noch einen Kreis, den ich, wo ich eine Kante rausschmeißen kann, die 8. Und ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe noch da noch einen Kreis. Da werde ich die 14 rausschmeißen. Und als letztes müsste jetzt irgendwie mal die grüne Regel nochmal kommen. Genau, das ist der hier, dass ich sozusagen den Teil mit dem Teil hier unten noch verbinden kann. Ja, und das würde jetzt über diese Kante erfolgen. Und ich habe in der Tat einen Spannbaum gefunden. Jeder Knoten ist jetzt von jedem anderen Knoten erreichbar. Das Gewicht dieses Spannbaums ergibt sich aus der Summe der beteiligten Kanten. 6, 4, 10, 19, 20, 30, 32. Genau, das ist sozusagen das Gewicht dieses Spannbaums. Ja, und jetzt müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Ja. So, der Algorithmus ist jetzt mal schön einfach. Und das machen wir in zwei Schritten. Das erste ist, dass wir uns überlegen, so eine Invariante, was gilt. Ja, das Ganze ist ja im Prinzip eine große Schleife, der Algorithmus. Ja, solange noch eine Regel anwendbar ist, wenden wir eine der Regeln an. Ja, und die Invariante besagt erstmal, formulieren wir so, ja, nach jedem Färbungsschritt existiert im Graph ein aufspannender Baum minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Ja, das ist unsere Invariante. Und den Beweis, den machen wir jetzt in zwei Teilen. Das eine ist, dass wir mit den Regeln, dieser grünen und der roten Regel, dass wir diese Invariante enthalten. Ja, und dann schließt sich sofort, wenn der Algorithmus fertig ist und alle Kanten eingefärbt sind, ja, dass sich dann dieser aufspannende Baum
minimalen Gewichts aus diesen grünen Kanten ergibt. Und was wir auch zeigen müssen, dass solange noch nicht alle Kanten gefärbt sind, dass wir auch tatsächlich noch eine Regel anwenden können. Also dass wir wirklich insgesamt auch alle Kanten einfärben können. Das müssen wir zeigen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann definieren die grünen Kanten am Ende einen aufspannenden Baum minimalen Gewichts. Kümmern wir uns zunächst mal um den Nachweis dieser Invarianten. Das machen wir wie folgt. Da machen wir eine Induktion. Induktion sozusagen über den Algorithmus, wo wir Schritt für Schritt Kanten dazunehmen. So, wenn wir nämlich vor Ausführung eines Färbungsschrittes einen aufspannenden Baum minimalen Gewichts existiert, der alle grünen und keine roten Kante enthält, ja, so gilt das auch nach Ausführung einer der Färbungsregeln. Also, Induktionsanfang. Vor dem ersten Färbungsschritt ist die Färbungsinvariante trivialerweise erfüllt. Da ist nämlich keine einzige Kante grün gefärbt und auch keine Kante rot gefärbt. So, jetzt machen wir Induktionsschritt. Ja, also als Voraussetzung sagen wir, nach dem Endenschritt des Algorithmus, ja, also sozusagen Enter, Schleifendurchlauf, gilt diese Färbungsinvariante. Jetzt gucken wir uns quasi den nächsten Schritt an. So, und wenn wir den nächsten Schritt anwenden, dann haben wir genau zwei Alternativen. Wir können entweder diese grüne Regel anwenden oder die rote Regel anwenden. Was anderes macht der Algorithmus nämlich nicht. Gucken wir uns jetzt diese beiden Regeln an. Das heißt, was passiert, wenn wir diese Regeln anwenden? Ja, fangen wir mit der grünen Regel mal an. So, wenn der Färbungsschritt Anwendung der grünen Regel ist, was passiert dann? Dann haben wir, ich habe es eben im Prinzip schon ganz kurz erklärt. Ja, die Färbungsinvariante ist erfüllt. Es gibt also keinen aufspannenden Baum B minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. So, die Voraussetzung der grünen Regel sagt, es gibt einen Schnitt, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Ja, wenn wir einen Schnitt haben, heißt das ja, was ich eben auch schon sagte, ja, dass ich da noch nicht jeden Knoten von jedem anderen Knoten erreichen kann. Ja, wenn S sozusagen meine Schnittmenge ist und da habe ich jetzt ein paar grüne Knoten drin und ich habe auch in dem anderen Teil, ja, des Schnittes entweder ungefärbte Knoten oder zumindest Knoten, die ich noch nicht über eine grüne Kante erreicht habe. Ja, dann kann ich sozusagen da diese Linie ziehen, um halt diese Knoten erreichbar zu machen. Das mache ich halt mit einer grünen Kante. Und die kann ich halt genau dann anwenden, wie gesagt, wenn diese Voraussetzung hier gilt. Ich nehme mir also eine ungefärbte Kante E mit minimalem Gewicht, die von diesem Schnitt gekreuzt wird. Die färbe ich dann grün. So. Das muss man jetzt, um das zu verstehen, muss man sich hier nochmal ganz kurz das angucken, diese Färbungsinvariante. So einen minimal aufspannenden Baum, den habe ich ja immer, den gibt es immer, kann ich immer bilden. Bei dieser Färbungsinvariante steht ja, es gibt also einen aufspannenden Baum B minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kante enthält. Das heißt aber noch nicht, jetzt gerade auch im Verlauf des Algorithmus, wird der ja erst nach und nach eingefärbt. Also dieser aufspannende Baum B minimalen Gewichts, der enthält alle grünen Kanten, der enthält auch einige ungefärbte Kanten und keine einzige rote Kante. Und wenn ich jetzt sozusagen durch Anwendung der grünen Regel diesen eingefärbten Anteil vergrößere, ja, dann habe ich hier sozusagen zwei Fallunterscheidungen bei dieser grünen Regel. Ja, in diesem aufspannenden Baum B minimalen Gewichts war diese Kante eh schon im Baum enthalten, aber halt einfach nur noch nicht eingefärbt. Ja.
Der Fall, denke ich, der ist klar, dass dann sozusagen diese Invariante auch nach Anwendung dieser grünen Regel gilt. So, und wenn das aber nicht der Fall ist, so, und jetzt muss ich mir aber überlegen, wenn diese Kante, die ich jetzt mit der grünen Regel ausgewählt habe, wenn das sozusagen bereits in meinem aufspannenden Baum minimalen Gewichts enthalten war, ja, dann ist diese Invariante weiterhin natürlicherweise erfüllt. So, und jetzt muss ich mir Gedanken machen, was passiert sozusagen, wenn diese Kante E nicht bereits in dem Baum minimalen Gewichts war, nur halt noch nicht eingefärbt war. Beispielsweise hier, Fall A, was haben wir hier? Das sollte eigentlich jetzt ein Beispiel sein für diesen Fall A, dass diese Kante enthalten ist. Das ist irgendwie schlecht gezeichnet jetzt. Also die sollte eigentlich noch gar nicht gefärbt sein, ja, wäre aber Bestandteil des minimalen Spannbaumes. Den minimalen Spannbaum hatten wir ja eben ermittelt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das ist, glaube ich, den male ich jetzt mal, hier noch irgendwie mit dazu. Ja, das ist irgendwie der minimale Spannbaum. So, muss ich gerade mal durchzählen. 12, 20, 22. Ja, das ist der minimale Spannbaum. Jetzt sind alle Kanten sozusagen grün gefärbt. Und jetzt versetzen sich gerade gedanklich in die Situation zurück, dass wir sozusagen, als wir diesen Knoten hier ausgewählt haben, den hier unten, die Kante war noch nicht eingefärbt. Ja, sie gehört aber zum minimalen Spannbaum. Ja, so, und wenn wir jetzt sozusagen diesen Schnitt hier bilden, ja, dann würden wir diese Kante grün einfärben. Ja, und diese Invariante, dass der Spannbaum alle grünen Kanten enthält und keine rote, wäre weiterhin erfüllt. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, habe ich das irgendwie dargestellt. Weiß ich nicht, warum ich das so gemacht habe. So, aber was passiert in dem Fall B? Also wir wählen jetzt im Prinzip einen Schnitt, in der wir eine noch nicht enthaltene Kante neu gefärbt wird. Muss ich gerade mal überlegen. Ich habe jetzt hier, eingezeichnet mit den blauen Kanten, das ist auch ein, bildet auch einen Spannbaum. Also die blauen und die grünen Kanten bilden auch einen Spannbaum. Das war jetzt die Idee dabei. Ja, also irgendwie mein Spannbaum ist das hier. Ich habe jetzt hier irgendwie diese beiden erstmal gedanklich dazu genommen, ohne jetzt sozusagen das Gewicht zu berücksichtigen. Ja, und diese beiden bilden einen Spannbaum. So, und die Aussage jetzt dieser, oder Korrektheit der grünen Regel in dem Fall B, ja, also diese grünen und blauen Kanten bilden einen Spannbaum. Und wenn ich jetzt keine grüne Kante habe bei diesem Schnitt, ja, das ist der Schnitt, den ich jetzt hier betrachte, den male ich auch mal wieder blau. Ja. Die Kante, die wir ja für den Spannbaum dann dazu nehmen wollen, ja, das wäre ja diese hier. Da oben habe ich auch nichts dran geschrieben, der hatte irgendwie die 11, diese Kante hier oben. Die Kante, die ich dann jetzt neu dazu nehmen muss für... den Erhalt der grünen Regel, ja, wenn ich den hier beispielsweise, der war auch schon gefärbt, wenn ich da jetzt irgendwie bin in dem Schritt, dass das sozusagen mein Schnitt ist. Ja, gedanklich würde ich diese blaue Kante mit der Beschriftung C sozusagen dem Spannbaum zuordnen. Ja, und dieser Fall B sagt einfach dann aus, naja, dann muss es auf jeden Fall eine Kante geben, eine andere ungefärbte Kante, E', das wäre diese hier, ja, die ein Gewicht hat, was größer ist als die Kante, die ich jetzt neu aufnehme. Ja? Und sozusagen in dem minimalen Spannbaum, ja, würde ich jetzt quasi diese Kante ersetzen, diese blaue Kante hier durch diese grüne Kante, die ich jetzt an dieser Stelle hier rot einfärbe. Ja? Und dann wäre sozusagen auch diese Invariante, die wir da eben formuliert haben,
die Invariante hier, dass alle grünen Kanten und keine roten Kanten Bestandteil dieses minimalen oder dieses bisherigen Spannbaumes sind. So, genau. Das ist dann im Prinzip der Schnitt. Ach nee, den hatte ich jetzt dazu genommen. Ja, ich hatte nicht diesen blauen, ich hatte jetzt hier mit dieser Animation den irgendwie gedacht. Da wird aber das Gleiche gelten. Ja, also das ist sozusagen der Fall, dass ich jetzt eine Kante neu einfärbe und dazu nehme und die würde halt diese Invariante enthalten. Oder erhalten. So, was passiert bei dieser roten Regel? Wenn der Färbungsschritt die Anwendung der roten Regel ist, Situation vor der Anwendung der roten Regel ist, diese Färbungsinvariante ist erfüllt. Es gibt also einen aufspannenden Baum B minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. So, und die Voraussetzung der roten Regel ist, es gibt einen Kreis, der keine rote Kante enthält und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Ja, was mache ich dann? Die ungefärbte Kante E mit maximalem Gewicht, die auf diesem Kreis liegt, wird rot gefärbt. Ja, und das ist jetzt ähnlich wie eben auch. Ja, wenn sozusagen diese Kante nicht bereits im Baum enthalten war, den ich mir sozusagen, der ja letztendlich immer existiert, ja, und wenn ich die jetzt sozusagen rot färbe, sie war bislang nicht Bestandteil des Baumes, ja, dann ist das klar. Und im anderen Fall, also in dem Fall hier, Kante 13, wo ist sie? Die hier oben. Ja, die ist nicht Teil von dem Baum. Der Baum wird jetzt gebildet hier durch diese grünen Teile und die blauen Teile, die sozusagen, ich bin jetzt mittendrin in meinem Algorithmus, die sind noch nicht eingefärbt. Ja, die werden im Verlauf des Algorithmus noch eingefärbt. Kante 13 ist nicht Teil von dem Baum und liegt im Kreis, hier, der. Ja. Die würde ich jetzt rot einfärben. Und ist auch nach dieser Färbung nicht in dem Baum enthalten. Ja, also das wäre sozusagen der Kreis, den ich bilden würde. Die würde ich rot färben. So, wie sieht es im Fall B aus? Wenn ich mir jetzt meinen Spannbaum wie folgt vorstelle, wieder die grünen Kanten und die blauen, die ich jetzt irgendwie noch nicht eingefärbt habe. Auch das ist ein Spannbaum. Ja. Das ist zwar kein Spannbaum minimalen Gewichts, aber es ist ein Spannbaum, der alle Knoten miteinander verbindet. Ja, ich kann jeden von jedem erreichen. Was mache ich? Ich finde jetzt beispielsweise einen Kreis, ja, der diese Kante enthält. Dann gibt es mindestens eine weitere ungefärbte Kante E in dem Kreis, die ein kleineres Gewicht hat. Ja, diese hier beispielsweise. Ja, und ich würde jetzt sozusagen meinen Spannbaum, den ich da eben hatte, ja, da würde ich jetzt einfach diese beiden Kanten vertauschen. Das heißt, die wird rausfallen, indem ich sie rot färbe. Ja, und die würde ich dann irgendwann später im Verlauf des Algorithmus dann dazu nehmen. Ja, und jetzt sozusagen für die zwischenzeitliche Lösung, die würde rot gefärbt werden. Und sozusagen für den Zwischenschritt, ja, könnte ich die jetzt gedanklich blau färben und es würden jetzt weiterhin sozusagen alle Knoten miteinander verbunden sein im Verlauf des Algorithmus hier. Die grünen und die blauen würden einen Spannbaum bilden. Ja, der wäre bislang noch nicht minimal, zumindest nicht sichergestellt, ja, aber erst am Ende des Algorithmus. So, jetzt müssen wir uns überlegen, zweiter Teil. Dass wir mindestens, sag ich mal, immer noch eine Regel anwenden können, solange es noch ungefärbte Kanten gibt. So, solange noch nicht alle Kanten gefärbt sind, ist noch mindestens eine Regel anwendbar. Betrachten wir uns mal eine ungefärbte Kante E. Dann haben wir aufgrund dieser Färbungsinvariante gilt, dass es einen minimal aufspannenden Baum gibt, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Und was haben wir noch?
Wir haben jetzt hier sozusagen einige Knoten schon miteinander verbunden. Ja, einige sind sozusagen ausgeschlossen, einige Kanten. Ja, hier, die sind auch miteinander verbunden. Und ich habe jetzt hier sozusagen alle Knoten irgendwie mal grün eingefärbt. Ja, Ziel ist ja, dass wir alle Knoten später miteinander verbinden können. Und ich sage jetzt mal sozusagen die grünen Kanten und die damit verbundenen Knoten sowie die jetzt hier grün gefärbten Knoten, die aber noch nicht sozusagen angebunden sind. Ja, all das bildet zusammen ja, im Prinzip einen Wald, ja, sozusagen eine Menge grüner Bäume. Und wenn ich jetzt beispielsweise mir eine Kante betrachte, diese hier oben, das bildet schon einen Baum, also jetzt sozusagen die Knoten und die grün gefärbten Kanten. Ja, dann, wenn ich mir jetzt diese Kante betrachte, dann gehören beide Knoten hier zum selben Baum, nämlich genau zu dem hier. Ja, oder hier, die hier und die hier. Es gibt aber auch Knoten, wenn ich mir jetzt beispielsweise diese angucke hier, ja, und damit diese Kante betrachte, ja, dann gehören die beiden Endpunkte zu verschiedenen Bäumen. Ja, das ist sozusagen ein Baum und das ist der zweite Baum, ja, der nur aus diesem Knoten besteht. Ja, was kann ich dann machen? Ja, in dem Fall, dann gibt es definitiv einen Schnitt. Wenn die Knoten jetzt, nehmen wir mal, nee, was haben wir denn hier? Wenn die zu unterschiedlichen Bäumen gehören, also wie jetzt der Fall hier, nehmen wir diesen Knoten und diesen Knoten, ja, dann kann ich definitiv einen Schnitt bilden, auf dem noch keine grüne Kante liegt. Ja, das geht immer, wenn es also diesen Fall gibt. Ja, was würde ich dann machen? Dann würde ich sozusagen die Kante minimalen Gewichts auswählen. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie eben in dem Beispiel mit den Zahlen, war das diese Kante. Und dann kann ich mindestens eine Kante grün einfärben. Ja, also solange es, das können wir vielleicht mal festhalten. Solange es grüne Knoten in unterschiedlichen Bäumen gibt, also solange es grüne Knoten in unterschiedlichen Bäumen gibt, finde ich sicherlich einen Schnitt ohne grün gefärbte Kanten. Ja, und das heißt, dass die grüne Regel anwendbar ist. Und wenn die beiden Knoten in einem grünen Baum liegen, wie beispielsweise diese hier. Ja? Und die sind miteinander über eine Kante verbunden. Dann weiß ich, dann kann ich definitiv die rote Regel anwenden. Ja? Weil dann finde ich eine Kante, die ist noch ungefärbt. Ja? Was ist die Voraussetzung für die Anwendung der roten Regel? Ja, die rote Regel besagt, es existiert ein Kreis im Graph, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Ja, das wäre jetzt hier genau der Fall. Ja, wenn ich jetzt hier
das Ding nehme. Der hat noch keine rote Kante. Ja. Die Knoten sind alle miteinander verbunden. Ja, ich kann von dem zu dem kommen, über diesen Weg hier. Ja, und dann kann ich diese hier rot färben. Ja, weil den Weg brauche ich dann nicht mehr. Ja, das ist ja die Kante dann sozusagen, wenn ich das jetzt wieder mit Gewichten versehe, die ich da auswähle mit dem maximalen Gewicht. In dem Fall ist das sozusagen die einzige mögliche Kante, die ich da rausschmeiße. Ja, das heißt, für beide Fälle finde ich immer eine Anwendbarkeit dieser beiden Regeln. Ja, also für beide Fälle, dass sozusagen, wenn ich jetzt eine Kante betrachte, ja, wenn die Knoten in einem Teilbaum liegen, ja, dann kann ich wenigstens eine Kante rot einfärben. Und wenn die beiden Knoten einer ungefärbten Kante nicht miteinander sozusagen oder nicht im gemeinsamen Spannbaum liegen, dann weiß ich, dann kann ich zumindest einen Schnitt bilden. Ja, weil sozusagen genau durch diese Kante wird dann ja der Schnitt gebildet. So, was haben wir gemacht? Also, wir haben bislang den generischen Färbungsalgorithmus kennengelernt und gezeigt, dass dieser durch Anwendung der beiden Färbungsregeln einen minimalen Spannbaum bestimmt. Was jetzt noch ein bisschen unglücklich ist, dass das ein nicht-deterministischer Algorithmus ist. Ja, und das heben wir dadurch auf, indem wir eine Reihenfolge festlegen. Und das sind die beiden Algorithmen, die eigentlich sozusagen zur Ermittlung eines minimalen Spannbaums bekannt sind. Wenn Sie da jetzt irgendwie mal so ein Buch aufschlagen, Algorithmen, Datenstrukturen, dann finden Sie in der Regel immer den Algorithmus von Kruskal und den Algorithmus von Prim. Ja, aber die beide letztendlich sozusagen eine spezielle Implementierung dieses Färbungsalgorithmus sind.